Zuletzt war ich hier, als die Behelfsbrücke eingesetzt worden ist. Damals von der anderen Seite gefilmt. Jetzt seht ihr, dass die alte Bogenbrücke längst Geschichte ist. Und erste Vorbereitungen für den Bau der neuen Brücke getroffen worden sind. So, morgen wechselt dann die Richtungsführung. Rechts ist noch die Baustraße, die wir jetzt die letzten Monate erlebt haben. Unter der linken Decke verbirgt sich schon die neu gebaute, ausgebaute Straße. Das Bushäuschen wurde versetzt, das ist das alte Wartehaus. Man sieht es nur am breiten Bord, dass es alles schon vorbereitet ist. Morgen kann man dann hier nicht mehr stehen. Bei diesem Brückenbau wird es wohl jetzt die Halbzeit sein. Im nächsten Besuch die neue Bogenbrücke schon stehen. Bleibt noch die zweite über den Schutzgraben. Deshalb wird die Maßnahme noch mindestens bis zum Frühjahr 2023 dauern. Ja, mit diesen Bildern, diesen schattigen Plätzchen, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.